Hi! So, jetzt mache ich schnell mal noch ein Video zur Glossybox. Der DHL-Mensch hat nämlich gerade eben bei mir geklingelt. Und ich habe mich schnell geschminkt und meine Haare sind noch etwas nass. Ich habe eben geduscht. Also nicht wundern, wenn die ein bisschen komisch aussehen. Ich hatte auch gerade noch einen Pferdeschwanz, deswegen habe ich hier schon wieder einen Knick, aber egal. Ich habe die Box schon aufgerissen, ganz schnell und geguckt, weil ich wollte nur ein Video machen, wenn ich die Sachen mag, die drin sind. Und da das Video jetzt kommt, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Ich mag die Sachen. Vorneweg, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, die Glossybox soll jetzt teurer werden, von 10 auf 15 Euro. Ja, also ich sehe das ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, weil in der Vergangenheit hat es sich für die 10 Euro für mich persönlich nicht so wirklich gelohnt. Ich weiß nicht, ob sie es natürlich, also es kann sein, dass sie es verbessern, ne, aber ich weiß ja nicht. Also die sagen halt, sie wollen halt ihren Standard halten und so. Glaube ich zumindest, dass es da so stand. Aber der Standard, der jetzt da ist, der ist nicht so prickelnd. Also ich weiß nicht. Ich gucke mir die erste Box an, die zweite auch noch. Aber ich fürchte, wenn da nicht Bombensachen drin sind, nee, dann werde ich entabonnieren. Wie macht ihr das? Also habt ihr die Box überhaupt abonniert? Ich war ja am Anfang auch sehr kritisch, habe das für ziemlich doof und überflüssig gehalten. Fand es aber dann doch irgendwie für mich ganz cool, weil wenn da Sachen bei sind, die für mich nicht passen, dann kann ich sie immer noch verlosen. Aber ihr seid ja nicht alle YouTuber und ihr habt diesen Luxus nicht, dass ihr da Sachen einfach weitergeben könnt. Wenn sie euch nicht passen, dann passen sie jemand anders. Aber wie auch immer, ich laber zu viel, sind jetzt schon 2 Minuten rum. Also hier wie immer die Box, diesmal auch wieder pink. Oder zartes Rosa, es war ja teilweise jetzt schon mal bunt. Das Papier sieht diesmal ein bisschen anders aus und so. Weil Glossybox feiert einjähriges Jubiläum. Da hat man hier auch noch so eine Karte dabei zum Aufklappen. Da drinne steht aber eigentlich nur, was in der Box drinne ist. Und nochmal hier so ein kleines Blabla, was ich mir nie durchlese. Und hier ist nochmal das Papier, das sieht diesmal auch anders aus. Da sind so Cupcakes drauf und Pinsel und Nagellacke und Mascaras und Parfüm und keine Ahnung was alles. Und ja. Als ich das dann aufgemacht habe, war ich schon mal positiv überrascht, denn es waren auch zwei dekorative Kosmetikprodukte dabei. Und zwar zum einen von Kryolan, ist das doch, oder? Ist das Kryolan? Ja, Kryolan Eyebrow Powder. Ich habe jetzt da die Farbe Medium. Also, ich finde es ja eigentlich nicht schlecht, so ein Augenbrauenpuder mal zu haben. Aber Medium ist mir, glaube ich, ein bisschen zu dunkel. Also, wenn ihr das mal hier so vergleicht, ihr müsst bedenken, wenn man das aufträgt, dann sieht es nochmal viel dunkler aus. Bei den Brauen, da verschätzt man sich leicht. Also, ich fürchte, mir passt das nicht. Aber man kann sowas auch als Lidschatten nehmen. Von daher finde ich es jetzt nicht so wild. Und ich habe noch kein Produkt von Kryolan. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall darüber schon mal gefreut. Das war schon mal gut. Das zweite Produkt, worüber ich mich gefreut habe, ist ein kleiner Mini-Nagellack von OPI. Das ist ein Pink, nicht so dunkel, relativ hell. Das sieht jetzt, glaube ich, in der Kamera ein bisschen zu kräftig aus, aber das sieht im Display anders aus, am Bildschirm anders und nachher auf YouTube wieder anders. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall ein sommerliches Pink. Ich finde die Farbe schön, aber wie ihr vielleicht da oben sehen könnt, meinem Nagellackregal. Ich habe diese ganze Reihe, glaube ich, so ziemlich okay bis da nicht. Also hier vorne, das sind alles pinke und hier sind, meine ich, irgendwo auch noch pinke bei. Also ich brauche ihn jetzt eigentlich nicht, aber ich freue mich trotzdem, weil ich habe halt wenig OPI-Nagellacke und ich freue mich immer, wenn ich einen neuen dazu bekomme. Also ja, und ich finde diese Mini-Größen ehrlich gesagt auch viel besser als so eine riesengroße Flasche. Weil ich die eh nie leer bekomme und selbst die Kleinen, die überleben bei mir Jahre. Und deswegen, ich finde so kleine Größen super bei Nagellacken. Klar, die sind meistens dann überteuert, aber war jetzt halt in der Box, ne? Und die hat auch noch 10 Euro gekostet. Ich habe übrigens diesmal keine zwei Boxen bekommen. Ich habe ja kurioserweise jetzt zuletzt immer zwei Boxen bekommen. Diesmal nur eine. Schade. Aber ja, diese habe ich nur meine bekommen, die ich auch so bestellt habe und wahrscheinlich keine zum Testen. Es sei denn, morgen kommt noch eine, was ich aber nicht glaube. Ja, das nächste Produkt ist von Weleda. Das ist ein Duschpeeling. Das ist die Richtung Birke. Habe ich schon dran gerochen. Riecht sehr frisch. Riecht auch so ein bisschen zitronig, meine ich.
Ja, also manche sagen vielleicht, das riecht nach Klostein. Also ich mag es aber. Also ich stehe auf solche zitronigen, keine Ahnung, so frische Düfte und die meisten sagen halt, das riecht dann nach Klostein, aber ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, das werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich mag auch gerne Peelings, also damit bin ich auch zufrieden. Dann habe ich hier noch ein Produkt, damit kann ich jetzt nicht so ganz viel anfangen, weil ich ja schnell fettende Haare habe. Und das hier ist ein Shampoo von, oh Gott, Furterer, ist bestimmt französisch, Furteran, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie auch immer, das ist auf jeden Fall ein Shampoo für ganz trockenes Haar. Und ja, ich habe halt schnell fettendes und deswegen kann ich damit nicht ganz so viel anfangen, aber ich werde das meiner Mama geben, weil die hat sehr trockenes Haar. Und da wird das bestimmt fruchten. Aber ich wundere mich immer, dass so Feuchtigkeitsshampoos trotzdem durchsichtig sind, weil so gelige Sachen, ich glaube, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die viel Feuchtigkeit spenden. Ich habe schon gesehen, dass hier hinten bei den Inhaltsstoffen Silikone bei sind. Also vielleicht ist das auch gar nicht so Feuchtigkeit spenden, sondern wirft eher so einen Silikonschleier um die Haare, sodass es dann Feuchtigkeit spenden wirkt. Ich weiß es aber nicht, das ist nur eine Vermutung. Also ja, das hatte ich noch mit drin. Und dann war noch eine Augencreme da drin von Maria Galant. Maria Galant. Keine Ahnung, ich weiß immer nicht, wie man diese ganzen Marken ausspricht. Ich tue mal gerade den Karton weg. Hier steht alles voll, ich muss aufräumen. Also, ich finde die cool. Jetzt halt noch nicht von der Wirkung, da habe ich ja noch keine Ahnung, aber ich wollte immer gerne mal irgendwie eine Augencreme ausprobieren. Ich habe ja bis jetzt nur die von Alverde und ich habe halt keinen Vergleich und deswegen, Fuchtel, finde ich es halt cool, wenn ich mal eine neue ausprobieren kann. Und ja, die kommt irgendwie in so einem Stift daher. Macht ihr die Kappe ab. Dann pumpt ihr hier. Ich mache das jetzt einfach mal. Einmal. Ich hoffe, da kommt nicht so viel raus. Auf jeden Fall ist hier oben so ein Löchlein. Und es macht schon so. Ich habe keinen Bock, dass mir das hier durch die Gegend spritzt. Gott, das ist irgendwie pervers, oder? Ah, da ist es. Habt ihr es gesehen? Also da ist jetzt was rausgekommen. Und das könnt ihr euch dann unter die Augen schmieren. Das ja, ist sehr gelig, wie halt diese Augencremes so sind. Und riecht nach gar nichts. Das wird viele freuen, aber ich mag eigentlich immer ganz gern so ganz, ganz leichte Cremedüfte, aber es muss auch nicht sein. Ist ja eigentlich besser, wenn nichts drin ist. Ja, es riecht noch nichts. Okay, ja, kann ich halt noch nichts zu sagen, aber werde ich testen. Was kostet das eigentlich? Jetzt kommt's. 45 Euro. Also nachkaufen werde ich mir das nicht, egal wie gut es ist. Ist Originalgröße 15 Milliliter. 45 Euro, ach du Scheiße. Von Kryolan das Augenbrauenpuder kostet 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. Wow. Ja, OPI, das ist ja eine Mini-Größe. Original OPI würde 16 kosten, aber das hier sind ja nur 3,75 Milliliter. Ja, der Rest, ja, keine Ahnung, ist nicht so interessant. Ja, also wie gesagt, ich bin mit meiner Box zufrieden und bin gespannt, diese Sachen auszutesten. Und ich bin gespannt auf die nächsten Glossy-Boxen, weil da wird sich echt entscheiden, ob ich das weiter mitmache oder nicht. Ja, ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen, weil sonst dauert der Upload wieder 4 Stunden oder länger. Okay, ja, sagt mir, was ihr in der Box hattet. Hattet ihr das gleiche oder hattet ihr was vollkommen anderes? Das ist auch immer interessant zu wissen. Und abonniert ihr sie weiterhin oder kündigt ihr das Abo? Das ist auch so eine Frage. Naja, okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Die Sonne scheint bei uns. Und ich hoffe, bei euch auch. Und ja, macht's gut. Tschüss.